Liebe Freundinnen und Freunde, ich freue mich sehr, dass ich euch heute aus Augsburg begrüßen darf, der Friedensstadt, die uns erinnert, dass man Frieden nicht mit Rüstungsexporten an Erdogan schafft, der alten Industriestadt, die zeigt, dass Arbeit Wert und Würde haben muss, auch und gerade für ErzieherInnen, für PflegerInnen und für die Frau an der Supermarktkasse, der weltoffenen Stadt mit Menschen aus 175 Nationen, die beweist, dass die Gesellschaft der vielen unsere Realität ist, die wir demokratisch gestalten wollen. Der Umweltstadt mit einem Klimacamp seit 291 Tagen vor dem Rathaus und starken Grünen im Rathaus, die darauf bestehen, dass Klimaschutz immer, immer vor der eigenen Haustür beginnt. Der größte Sohn unserer Stadt, Bert Brecht, er wäre wohl ziemlich zufrieden, dass wir Grüne heute den politischen Frühling ganz in seinem Sinn einläuten. Ändere die Welt, sie braucht es. Ja, unsere Welt, sie ist zerbrechlich geworden. Die Covid-Pandemie, sie hält uns nach wie vor in Atem. Kein Grund zur Entwarnung. Für den Schutz der Gesundheit, aber auch den Schutz der Freiheitsrechte zu kämpfen, das ist grün. Solidarität neu zu bestimmen und Spaltungen, die sich jeden Tag verschärfen, entgegenzutreten, das ist grün. Gerade in Zeiten der Distanz braucht es doch Zusammenhalt, dass wir alle, damit nicht Kinder, Frauen und ältere Menschen VerliererInnen der Pandemie sind. Damit die Reichen nicht immer reicher und alle anderen immer ärmer werden. Und ja, es braucht Kunst und Kultur. Und die sind kein Sahnehäubchen, sondern Grundnahrungsmittel, sind systemrelevant, weil demokratierelevant. Liebe FreundInnen, vielleicht waren wir Grünen noch nie so wichtig wie heute. So wichtig, weil die Klimakrise die Überlebensfrage geworden ist und es eben nicht reicht, werter Markus Söder, öffentlichkeitsheißend Bäume zu umarmen und Kruzifixe aufzuhängen und gleichzeitig die Windkraft auszubremsen und die Schöpfung zu betonieren. Wir sind so wichtig, weil für uns Ökologie und Ökonomie zwei Seiten einer Medaille sind, untrennbar miteinander verbunden, denn there are no jobs on a dead planet, werte Armin Laschet. So wichtig, weil dem Dobrindt-Schäuber-Wahnsinn total verfehlter Verkehrspolitik der endliche Garaus gemacht werden muss. So wichtig, weil wir Geflüchtete retten und sie nicht ertrinken lassen, werter Horst Seehofer, weil wir nicht nach Afghanistan abschieben, weil für uns die humanitäre Schutzverantwortung nicht an der deutschen Außengrenze und auch nicht im bayerischen Ankerzentrum endet. So wichtig, weil wir Gesicht zeigen und die Stimme erheben gegen die Hasser und die Hetzer, gegen Rechtsextremismus, Rassismus und Sexismus in unserem Bayern, das auch die Heimat von Gülseren und Serdar und Cemal ist, Heimat, wo sie gebraucht werden und wo sie dazugehören. Wir sind die Verfassungsschützerinnen und wir verteidigen unsere Demokratie mit dem allerschönsten Satz, den es gibt in unseren Herzen: Die Würde des Menschen ist unantastbar. Wir Grüne sind so wichtig, weil wir uns nicht einbunkern in der Pandemie Nationalismus, sondern weil für uns internationale Solidarität und globale Gerechtigkeit die Voraussetzung sind für die Bewältigung der großen Herausforderungen, vor denen unsere Welt steht. Liebe Freundinnen, immer mehr Menschen spüren doch die Radikalität des Realen, spüren, dass ein Weiter-so verheerend wäre. Und immer mehr Menschen schenken uns ihr Vertrauen. Vertrauen für Verantwortung. Verantwortung für Veränderung. Denn nur Veränderung schafft Halt. Mit euch zusammen möchte ich den Wahlkampf unseres Lebens führen, mit Empathie für Mensch und Natur und nicht für den eigenen Geldbeutel, mit anständiger Politik, die von den
schwarzen Amigos verzockte Glaubwürdigkeit wieder zurückgewinnt. Mit Leidenschaft und Begeisterung, denn alles ist drin. Mit Herz und Verstand und Mut für den so nötigen politischen Wechsel. Ganz frei nach Bert Brecht, ändere die Regierung, die Welt braucht es. Mein Name ist Claudia Roth und ich bitte um euer Vertrauen.